Die Community-Flasche des Monats ist eine Rubrik innerhalb meiner Videos, in der ihr die Möglichkeit habt zu entscheiden, welchen Whisky ich hier im Video verkosten soll. Im Detail sieht das so aus, dass ich euch jetzt ganz kurz drei verschiedene Abfüllungen vorstellen werde und ihr habt dann die Möglichkeit, euch für einen dieser drei zu entscheiden. Schreibt euren Favoriten von den dreien gerne unten in die Kommentare rein und der Whisky mit den meisten Kommentaren wird dann am Sonntag in einer Woche von mir im Video verkostet. Die erste Abfüllung, die ich euch vorstellen möchte, kommt aus Japan. Ein Blended Whisky, der sogenannte Kirin Fuji Sanroku, ein klassischer Mix aus Malt und Grain Whisky, in die Flasche gefüllt mit 50 Volumenprozenten. Die zweite Abfüllung, die ich euch vorstellen möchte, kommt ebenfalls aus Japan, der Ichiros Malt and Grain Whisky, wie der Name schon sagt, auch hier die Basis Malt Whisky und Grain Whisky, in die Flasche gefüllt mit 46,5 Volumenprozenten. Und last but not least, wer hätte es gedacht, ebenfalls ein Blended Whisky aus Japan, der Hatozaki Japanese Blended Whisky, auch hier Malt Whisky und Grain Whisky miteinander verheiratet, 40 Volumenprozente. Ja, das sind die Abfüllungen für diesen Monat, die drei, ihr merkt, alle von der Papierform ähnlich, Blended Whiskys aus Japan. Ihr habt jetzt die Qual der Wahl, euch für einen dieser drei zu entscheiden. Schreibt euren Favoriten gerne unten in die Kommentare rein, ich schaue danach und der Whisky mit den meisten Kommentaren wird dann am Sonntag in einer Woche von mir im Video verkostet. Das soll es gewesen sein, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und unten fleißig kommentiert. Haut rein!